Weil normalerweise, wenn ich so da stehe, stehe ich normalerweise so meistens da. So, das, ne? Das ist schlecht. Ja, aber du musst Komponenten. Ja, man muss eigentlich muss man so Brust raus. Perfekt. Und ein bisschen, okay. Brust raus, Sport, du bist schlank, du bist energievoll, deine Körper strahlt eigentlich Lockerheit. Oh ja. Das Original. Deine Persönlichkeit sowieso. Ja, yeah? Also ich würde dich trainieren. Mit Peitsche, aber ich würde kommen. Oh, cool. Patscha! Okay, cool. Peitsche dieses Mal sogar mit Tanzen. Das wäre für mich auch mal was Neues. Pass auf, guck mal hier. Das liegt die ganze Zeit raus. Die ganze Zeit. Das beschreibt meine Morgen. Hallöchen, wow. Hallo. Das ist nass. Das beschreibt meinen Tag. Ich bin dein persönlicher Chef. Look at that, guys. Was ist das für ein Material? Keine Ahnung. Es ist Wolle. Das ist gut. Das absorbiert es. Alles gut. Das ist gut. Schön, dich zu sehen. Schön, dich wiederzusehen. Komm, ja, du erinnerst dich tatsächlich. Natürlich. Ach, wie schön. Warum sind wir denn hier? Ich meine, es ist ein schöner Ort. Wenn man viel Fantasie einsetzt, ist es sicherlich ein schöner Ort. Und ist es Sommer, Leute. Das ja. Soll man sagen. Nee, also hier ist meine Heimat. Hier lebe ich. Ich mache das in dieser schönen Wald hier. So, machen wir einen Waldspaziergang jetzt? Okay. Ah, deswegen hast du deine Outdoor-Kleidung auch heute an. Ja. So, das ist so richtig. Farbe, ich bringe Farbe im Spiel. Ich dachte, wenn der Sommer nicht da bin, bringe ich ein bisschen Sommer mit. Das tust du aber auch so. Ja. Ich finde, du bist eh jemand, der völlig egal wie gekleidet, auch wenn du völlig komplett dunkel oder grau gekleidet bist, du bringst immer so Sonne. Du bist so dein Gemüt strahlt einfach. Ich hoffe es. Das möchte ich gern. Und wie schaffst du das immer? Weil es gibt ja nicht immer Anlass dafür. Man nimmt die Sachen, wie die sind. Hier hast du gesehen, was da passiert. Ich würde mich stressen, aber es ist, wie es ist. Also, was soll ich machen? Das ist eine hervorragende Einstellung. Ja. It is, wie it is. Es ist, wie es ist. Dann laufen wir jetzt ein Stück, let's oder? Go, zu deiner Tanzschule. Ja. Ja. Oder tanzen wir dahin? So, jetzt wäre gut, wenn jetzt der Regen aufhören würde. Es wäre sehr professionell. Ja. Das ist ein kleiner, wie sagt man das, Bach? Ja. Ist es ein Bach, wenn es klein ist? Okay, ja, oder Brahms. Doch, ist ein Bach. Ja. Bach. Also da ist so ein kleiner Bach. Und da ist ein Wasserfällen. Aber da bist du nicht reingesprungen in den Bach. Nein. Okay. Aber könnte man. Also ist klein. Ist just like... Es ist romantisch. Oh, das ist ja an sich eine romantische Gegend hier, ne? Yes. Das ist eigentlich sehr, ganz sehr nett. Sehr gut für die Familie, sehr gut für die Lungen, sehr gut für unser Gehirn. Einfach absolut Schönheitsfleck Deutschland. Ah, nice. Und für dich natürlich auch, du bist ja eine totale, ich glaube, jetzt ist es wieder besser, ne? Ja. Ja, du bist ja eine totale Jetsetterin. Yes. Weil du natürlich auch, klar, für die ganzen Fernsehsender und natürlich Let's Dance und so unterwegs bist, aber jetzt auch in England, in London, im Let's Dance. Wie kommt das denn? Also du bist jetzt ein internationaler Star. Also die Sendung in UK ist absolut mega. Die haben Einschaltquoten 10 bis 12 Millionen Zuschauer. Die sind irre. Es ist was ganz, ganz anders. Man wird fotografiert. Weißt du, hier ziehe ich meine Jacke an, bringe ich unser Kind, die geht hier in die Kita und dann gehe ich nach Hause. Interessiert kein Mensch. Ja. Und dort stehst du, da gehst du aus dem Hotelhaus, du Paparazzi, das ist ein ganz anderes Leben. Schwierig. Also dafür habe ich super Respekt für Deutschland, wie man noch so allgemein gut leben kann in seiner Ruhe. Ne? Aber trotzdem bist du doch sicherlich auch mal da in der Öffentlichkeit unterwegs, privat. Guck, das ist ein Bambi. Ist es ein Fuchs oder ein Bambi? Das ist Flo. Hi Flo. Wo bist du hier? Wo ist Look. Oh, tatsächlich. You see, that's why we live here. We live in the nature. Wie romantisch. Okay, you arranged that. I won. Das hast du doch arrangiert. Genau so. Oder? Das ist so ein dressiertes Bambi. Mhm. So ein Touristen-Bambi. Der rennt auch nicht. Ah, das ist nur Vogel, ich dachte. I tried. Naja, also. Wie gesagt. So, was gibt es heute Abend zu essen? Wild? Unsere Nachbar. Und ihr ist euer Nachbar? Ja, das kann man machen. Frisch. Fleisch.
But, ja. Okay. Also wir essen Fleisch. Wir essen, okay. Ja, aber nur vom guten Nachbarn. Okay, vom Bio-Nachbarn. Ein Bio-Nachbarn, ja. Exactly. Und sind die Eltern denn jetzt, weil eigentlich hättest du, hast ja Jura studiert. Genau. Ne? Also in Südafrika warst, ja. Weil dann, der Vater ist, glaube ich, auch Richter. Genau. Also ist voll im Thema. Sehr. Und dann sagt die junge Tochter während des Studiums, ich will lieber Tänzerin werden. Ja. Und es ist selten der Fall, dass das Ekstase bei den Eltern auslöst und sagt, ja, hör auf mit diesem Jura-Quatsch, mach was Sicheres, werd Tänzerin. Ja. So. Ne? Und jetzt ist quasi die Bestätigung da, nun bist du ein international gefeierter Tanzstar. Wie, sagt der Papa jetzt, okay, du hast recht gehabt? Also, die waren super, super nervös. Auch die ganze Zeit, wie ich in Deutschland gearbeitet habe. Und bis dieses BBC angefangen habe, weil da, das ist ja alles in Englisch, BBC läuft in Südafrika, alles drumherum. Das heißt, und dann diese ganzen Journalisten, und die, dann haben sie gedacht, oh ja, jetzt ist was los. Und jetzt, weißt du, wo die das sehen, die kriegen das alles mit, die verstehen. Und jetzt sind sie, glaube ich, beruhigt. Aber die haben immer Sorgen, weil wir sind zu zweit in diesem Beruf sozusagen mit unserer kleinen Schwester. Aber sie gibt auch Gas und wir haben uns so weit wie es geht versichert, so dass unsere Eltern wissen, wenn was ist, dass ihre Kinder gut geht. Das war uns super wichtig. Also man kann sich als Tänzerin versichern lassen, dass wenn man sich jetzt ein Bein bricht oder so. Das auch, nein, aber ich meine, wir haben Häuser, wir haben... Also das meinst du? Diese Art von Versicherung, die man sich leisten kann, wenn man eine Show in England hat. Okay, und bei RTL, verstehe, okay. Nein, ich meine einfach, dass die wissen... Meine Versicherung ist mein Konto. Gut, okay. Nein, so habe ich das nicht gemeint, Leute. Ich meinte, dass die... Weißt du, die größte Angst ist, was macht dein Kind dann irgendwie? Ja. Wo werden die leben? Was passiert? Und wir haben halt, sie, wie die uns beigebracht haben, einfach geguckt, dass diese Sachen im Leben, die wichtig sind, die vielleicht nicht so sexy sind, aber da sind. Und haben sie es jetzt also akzeptiert und sind auch stolz drauf? Oder ist da immer noch so ein Restding, ach, wenn sie jetzt Yoga studiert hätte? Nee, jetzt ist durch. Ja, okay. Jetzt ist durch. Die haben nur gesagt, macht nichts, was peinliches wird für die Familie. Also geh nicht, you know, ich will keine Sendung jetzt kaputt machen, aber geh da nicht hin. Oder geh auf keinen Fall zu Pierre M. Krause. Nee, das haben sie nicht gesagt. Ich finde das wahnsinnig bemerkenswert und so mutig. Du bist dann nach Deutschland ausgewandert, also von Südafrika. So wie, dann kommst du hier an. Yes. Bist natürlich auch mit einer ganz anderen Lebenswirklichkeit konfrontiert, unter anderem auch mit der sehr, sehr freundlichen Art der Deutschen. Ja. Wie war das? Also hast du am Anfang hast du immer mal gedacht, oh Gott, was mache ich denn hier? Es regnet ständig und die sind so unfreundlich und ich muss den Müll trennen. So. Nein, ganz ehrlich muss ich sagen, ich hatte ein bisschen ein Problem mehr oder weniger mit der emotionalen. Also in Südafrika, alle denken hier, ich bin laut und verrückt und weißt du so, keine Ahnung, was sie sonst sagen. Yeah, just crazy. Nur jeder ist so in Südafrika. Also ich würde sagen 80% der Menschen. Ich bin normal in Südafrika, ich bin leiser. Und dieser Kontrast zwischen meiner Emotionalität und das Deutsche ist just huge. Ja. Yeah. Und auch Liebe und auch Enttäuschung und auch Weinen, die sind die Emotionen, die ich finde hier, man hält die zurück. Ja. Man ist ein bisschen konservativ mit ihren Emotionen. Ich sehe auch Eltern, wenn wir unterwegs sind mit unserer Familie und so, und wie die ihr Kind, seid doch nicht so auffällig, seid doch nicht so laut und das. And I'm just like, leave that goddamn child alone. Ja. Jetzt sind wir nass. Ja, warte, ich habe wieder nicht, ich hab einen Schirm. Ich mache den Schirm noch mal auf. Ich habe den noch nicht oft genug auf den Zug gemacht heute. Bis wir enden, sind wir klitschnass. Ja, ich bin es jetzt schon ein bisschen. Das Team wird sehr glücklich sein heute. Ja, die haben auch ganz glückliche Gesichter. Leute, sorry, ich bin so fotografiert. So was habe ich noch nie gemacht. Look at the team, you don't have to.
I love it. Voll gute Drehbedingungen, yeah. Ne? Voll super. Welcome to German Summer. Also hättest du das alles so erwartet, weil ich finde es immer noch so, ich finde deine positive Kraft, die du so ausstrahlst, die ja auch nicht gespielt ist, ne? Sondern das kommt ja wirklich von ganz innen. Hättest du dir das von Anfang an, als die ganz junge Mozzi nach Deutschland kommt und sagt, ich mach das jetzt einfach mal, erträumt, was das wird? Überhaupt nicht. Also meine Träume waren auch nicht in dieser Richtung überhaupt. Ich war wirklich so, getanzt habe in Südafrika, wahnsinnig stressige Zeit gehabt und ich wollte einfach Tänzerin werden, der dann auch wieder zu Südafrika sagt, guck mal, was ich geschafft habe. Okay. Das war eigentlich der Ursprung-Idee. Das war's. Also du wolltest es schon auch zeigen, dass du es kannst? Yes, weil ich würde sehr oft enttäuscht. Ja? Yeah, wer enttäuscht in Südafrika. Dich? Mein Ex-Tanzpartner, die haben mich alle ja gelassen und gesagt, wir schaffen es ohne dich noch besser. Ich sage, okay. I show you. Das stimmt wirklich. Das müssen wir noch mal kurz erzählen. Also dein Ex-Tanzpartner hat quasi am Zenit, also wo es kurz davor war, so einen richtigen Durchbruch zu geben, hat er dann gesagt, nee, ich tanze jetzt mit einer anderen weiter. Genau. Er sagt, mit ihr werde ich Weltmeister, mit Mrs. Mabuse werde ich das nicht. Und hat mich hängen gelassen, ja. Und das ist das so, war der Entzünder für alles. Das spornt an. Ne? Manchmal ist Rache auch so eine Art Motivation, kann man sagen. Ne? Ja, ich glaube einfach, das war auch nicht so unbedingt der Rache. Es war das Gefühl danach, dass man nicht einfach wert ist, ne? Dass man nicht gut genug ist. Und dann musste ich für mich das selber machen, um zu sagen, ich war es wert. Ja. Ich glaube, jetzt denkt er das auch, aber... It's too late. Selber schuld. Na. Yes. Wann hast du die das letzte Mal gesehen, deine Eltern? Ich war für 6 Wochen in Südafrika. Ich musste auch auf der Rückreise Quarantäne, aber ich hatte die 3 Jahre nicht gesehen. 3 Jahre? 3 Jahre. Und habe gesagt, das geht nicht. Und die Kleine, das musst du dir vorstellen, die hat die alle angeguckt, weißt du? Ja. Die haben sich so gefreut und sie umarmt, geknuscht und sie war nur so, wer sind diese Menschen? Oh. Trotz FaceTime, trotz all diese ganzen Connections, die wir haben, trotz Bilder, nichts kann ich machen. Ich kann nicht eine 2-Jährige zwingen, jetzt Gefühle zu haben, die noch nicht da sind. Oder sie kennen Oma, Opa. Grandpa Pig und Grandma Pig. Und so musste ich ihr das erklären. Peppa Pig, Daddy Pig, Mommy Pig and this is my mommy. Und sie so, who's my mommy? Wissen deine Eltern, dass du sie als Pigs bezeichnest? Die kennen Peppa Pig. Die kennen Peppa Pig, okay. Die kennen Peppa Pig. Jeder, der Kinder hat, kennt Peppa Pig. Irgendwie. Es ist einfach so, ne? Peppa Pig ist aber auch nicht der netteste Kind ever. Ah, Peppa Pig ist ein Schwein. Ja. Wusste ich doch. Du spürst, hey, yeah! Is that an entrance? That's an entrance! Okay. Welcome to my crib, guys! This is all Mozzi Mabuse style. This is all mine! Hat jemand noch ein bisschen Glas dabei, jetzt wäre eine gute Gelegenheit, es zu entsorgen? Ach, der ganze Romantik ist jetzt tot. Es ist wirklich eine schöne Gegend hier. Also echt, ich bin echt der Taunus. hält, was er verspricht. Schön. Mhm. Bist du eigentlich handwerklich begabt? Muss ich gerade dran denken, weil hier so viele Sachen... Ich mag die Challenge, aber begabt würde ich das nicht sagen. Sehr gut. Du magst an sich Challenges, ne? Ich mag Challenges. Was kannst, worin bist du richtig schlecht? Was kannst du gar nicht? Ich bin nicht super ordentlich. Ich finde, ich bin besser geworden. Mein Mann sagt was anderes. Was heißt, es liegen bei dir immer die Klamotten auf dem Boden? Nein. Die liegen... mit Plan auf dem Boden. Ja. Verstehst du, was ich meine? Diese Socke ziehe ich aus und werfe sie mit Plan in diese Ecke. Nein, exactly, weil diese Ecke ist der Montagsecke. Das ist die Socke. Is so- also ich habe Plan, ich habe Übersicht. Mein Mann hat was ganz anderes. So,
Welcome to my crib. Noch ein. Das ist irgendwie verstörend, dich da auf der Wand zu sehen und dich in real zu sehen. Ja, zwei verschiedene Menschen. Also ich sehe auch nicht so aus, wenn ich in der Tanzschule arbeiten komme. Ne? Wie siehst du dann? Oh, dann bist du wahrscheinlich in so Jogginghosen. Ich bin, exactly, ich bin like low down. Und ich selber komme rein und denke, oh verdammt. Und ja, klar, das ist ja auch nicht immer ein Ventilator vor allem, der am ja. Lesen, ne? Aber meine Tochter liebt das. Ja, ist ein schönes Spiel. Bye, Mommy! I'm like, yeah! Ja, schön, schön. Also das ist unsere zweite Heimat, unsere zweite Zuhause. Es ist aber auch ein bisschen spooky jetzt gerade, weil keine Menschen da sind, obviously. Also auch Corona und alles drumherum, aber normalerweise hier ganz viel Nachwuchs, kleine, verschiedene. Wenn die hier rennen, dann renne ich ins Büro und verstecke mich. Weil wenn die kommen rein und schreien. So, I don't know what happened. Und wenn die sich sehen und dann rennen die da und du siehst die Mama. Und ich habe sehr Mitleid mit den Mamas, weil du siehst, dass sie einfach super fertig sind. Und sie sagen, rein in den Unterricht, einfach rein. Lass mich meinen Kaffee eine Stunde trinken. Und dann kommen die müde wieder raus. Und, ne? Und dann die Kinder kommen raus. Aber das ist echt, wenn die dir hier reinkommen und die ganz Kleinen schreien. Aber das macht wahnsinnig viel Spaß. Also die haben wir am meisten wirklich vermisst. Jeder kann tanzen. Es ist ein Mindset-Tanzen. Ja. Tanzen ist nur hier, wenn du siehst, ja, Menschen, die, du siehst das, die kommen hier jetzt in Bankenviertel und so und die kommen rein und du siehst schon dieses Helm auf ihren Kopf, bevor die überhaupt reden. You're like, oh, yes, it's Maria. Du musst erst mal gucken, ja, der Idee, du musst erst mal gucken, dass die in diesem Raum bleiben und atmen. Da ja, hast du das schon, ist ganz gut, weil sonst stirbt man. Ja, aber die atmen nicht, die kommen in. And erst musst du das wegnehmen, dieses, okay, relax, alles wird gut, ich übernehme die Kontrolle, du kannst nicht scheitern und dann kommst du gefühlt nach 4 Stunden ins richtige Tanzen. Sei ehrlich, wie viel Zeit müsste man in das hier investieren, um daraus so einen kleinen John Travolta zu machen? Nein, ich wollte dich eine Gegenfrage stellen. Ja. Wie ist es im normalen Leben? Wie lange ganz schlecht. Dann und dann kommt noch dazu, dass ich nicht tanzen kann. Doch, lass ich du kann Salsa. Auch ein Tabasco tanzen. Lass du Salsa. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Kontrolle über diesen Körper. Mach manchmal das. Lasse ich einfach so. Nein. Aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich merke jetzt, dass wir sind Team angezogen. Ja. Stimmt. Wir sind eigentlich Tanzpartner. Yeah, we are. Let's go. Du kriegst das hin. Ich glaube an dir. Du hast dieses Feingefühl. Ich spüre das. So, Gewicht auf rechter Fuß. Ja. Links ist frei. Ja. Yes. Und wir machen einen kleinen Wiegeschritt nach vorne mit dem linken Bein. Wiege. Komplett flach. Wiege. Flach kann ich gut. Wiege. Schulter mitbringen. Wie Schulter mitbringen? Also, wo waren die denn? Die waren noch hier. Ach so, die müssen so. Okay. Hier mitbringen. Und dann schließen. Und dann rückwärts mit dem rechten Wiege wieder. Wiege, entschließen. Yes, nochmal. Wiege, Schritt, Wiege, Schritt, Wiege, Wiege. Salsa, Salsa. Ich mache ein bisschen Impro. Yeah. La, 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 ah, yeah. Ich laufe eigentlich nur vorwärts und rückwärts, ne? Ja, das ist, was ich mache. Aber es ist super. Es hat ja auch eine erotische Ausstrahlung, wenn ein Mensch tanzen kann, nicht wahr? Also ich finde schon. Ja. I like it. Yes. Also ich finde es super, wenn ein Mann tanzen kann. Egal wie, es muss nicht zu viel sein. Das kann auch. Aber ich mag meinen Mann, das darf man nicht vergessen. Ja, ja, selbstverständlich. Ich mag nur meinen Mann. Selbstverständlich. Und der ist ein sehr guter Tänzer. Ja. The best. So, der Beste the von allen. The best. Bitte. Gewicht auf rechts. Was ist das denn immer? Das ist, weil du so. Nein, weil wir in der Nähe von Frankfurt sind. Verstehe. Nein, okay. Ich weiß nicht, wo rechts und links ist. Ach, dann guckst du, dann hast yes. du den drauf. Guck mal, diese ist lang. Das heißt für mich lang links,
linke Bein. Ich dachte das jetzt, du hast da links drauf tätowiert. Nein, ich habe es gemacht vom Führerschein. Habe ich hier ein R geschrieben und hier links, weil ich war, nee, andersrum. Hier ein R. Weil ich bin Linkshänder und das ist ganz, ganz schlimme Linkshänder. Das heißt, wenn ich klein war, ich habe auch die Buchstaben so umgedreht, alles umgedreht. Und die haben so sehr versucht, dass ich Rechtshänder werde, dass das mich völlig durcheinander. Das hat man früher gemacht, umerzogen. Ne? Und das hat leider nicht geklappt bei mir. Die haben das noch schlimmer gemacht. Und diese Tattoo ist länger, heißt links, und der ist kurz. Ich weiß, die Sterne sind auf rechts. So, I'm like, and this is, to my brain, stars. Da, okay, rechts. Kurz heißt rechts und yes. Lang Tattoo heißt, okay. Heißt das heißt, bei mir heißt kurz eigentlich dann geradeaus. Okay, okay. So merke ich mir das jetzt. Und damit komme ich jetzt wie weit? Also wie lange ist man bei Let's Dance? Wie viele Monate? 3 Monate. 3 Monate und die trainieren dann auch? Da 10 Stunden. Am Tag? Teilweise. Oder in den 3 Monaten 10 Stunden nein, zusammen? Nein, am Tag. Was? Am Tag. Was machen die denn dann sonst? Den ganzen? Nichts. Du musst dich committen. Committen? Committen. Verheiratet sein mit links, dieser links, links, Sendung. Links, 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 rechts, rechts, rechts. Okay. Okay, das heißt, ich könnte dann ganz, die können ja dann 3 Monate nichts anderes machen, nur das. Kannst du nichts. Schwer kannst du, aber kommst du rauf, dann fliegst du auch raus. Wieso ist das eigentlich so erfolgreich? Das ist, ich erinnere mich, dass ich mal im Savoy, mhm, in diesem Hotel, wo immer alle untergebracht, mhm, sind, war und da waren alle da von Let's Dance. Ja. Und da war eine riesen Schar draußen von, ja, Fans. Ja. Ich finde es wunderschön, dass wir sowas haben in Deutschland, ehrlich. Weil es ist einfach in der Zeit einfach Thema und alle können mitreden. Alle, von den ganz Kleinen zu Oma. Jeder hat Augen, jeder erlebt, jeder hat Verbindung zu Musik. Und Leute müssen leisten, aber danach muss nichts irgendwie gekauft werden. Weißt, ja, du? Es gibt keine CDs oder was weiß ich. Es ist diese Zeit, es ist echt, es ist real. Und dann ist es vorbei. Und dann kommt der nächste Dancing Star. Und es macht was mit einem. Ne? Ich kann dir in der ersten Sendung sagen, wenn die Prominente reinlaufen, wer was schafft. Du siehst bei der Persönlichkeit, du siehst Leute, wie die laufen schon. Du siehst, wenn jemand läuft oder wenn man schon sich anguckt und du denkst... Wer läuft denn so? Also... Langsamer Walzer schließen, kann der Pierre tanzen. Ich kann tanzen? Endlich, ich bin dabei. Cool, ich gehe jetzt auch gleich zu Deutschland, such den Superstar. So. Ich dachte, du machst einen High-Five. Ach so. Nicht geklappt. Dann gehe ich zu Let's Dance und wenn ich irgendwann mal wieder eine Show habe, kommst du wieder zu mir. Ich komme immer zu dir. So, ich habe mich total gefreut, dich endlich mal wiederzusehen. Yes, und alles Gute. Dankeschön, dir auch alles, yes, Gute. Danke. Und du musst jetzt noch irgendwas, wahrscheinlich was mit Tanzen zu tun haben. I have to dance for the little kids. Ich mache einen Tanz für die kleinen Kinder. Yes. Okay. Yes. Dann viel Spaß. Dann bleibe ich noch ein bisschen hier und übe vorm Spiegel. Vielleicht ja sogar tanzen. Now you're free. Now I'm free. Ja. 'Cause I'm free to do what I want to do. Ist meine Tanzschule, ihr müsst gehen. Ach so, stimmt. Das ist völlig richtig, es ist ihre Tanzschule, wir andersrum müssen gehen. Okay. I'm free. I'm free, and then I disinfect my hands. Yeah. Oh my God, it's too tight. Hallo ihr Lieben, ich war Besuch beim Pierre und es wird mich so freuen, wenn ihr mitschaut, abonnieren, nochmal mitschauen, andere einladen, einfach, dass wir uns alle auf YouTube bei deinem Kanal uns treffen. Wie wäre das? Das wäre schön. Außerdem gibt es die Folgen ja auch bei TV Now. Nein, in der ARD-Mediathek. Wow.